Grüezi Gott, ihr Lieben, hier bin ich wieder. Ja, was war das heute für ein Tag? Also heute war echt nur Schlafen angesagt. Ich war wirklich nur kurz wach, um ein bisschen zu arbeiten. Und dann war ich schon wieder so müde. Und dabei hatte ich schon sehr lang geschlafen. Ich musste heute sogar den Sport ausfallen lassen, weil gar keine Zeit war. Und dann bis gerade eben jetzt eigentlich geschlafen, bisschen was gemacht, damit ich fit werde. Und ja, jetzt geht's los. Dann im Delirium habe ich noch was gepostet, was ich eigentlich gar nicht posten wollte. Ich dachte nämlich, ich hätte das auf meinen eigenen Kanal gepostet, wo nur ich drauf schauen kann, wo ich mir ja manchmal was wegspeichern kann bei Telegram, was vielleicht nochmal relevant ist oder worüber ich nochmal nachdenken möchte und so weiter und so fort. Und das habe ich dann in den Audiokanal gepostet. Vom Lichtwelt Verlag weitergeleitet, allerdings nicht ursprünglich vom Lichtwelt Verlag. Und das lese ich jetzt mal vor, weil wir sind ja ein Vorlesekanal und ja, so viele Dinge möchte ich jetzt einfach nicht posten. Na? Damit fangen wir gar nicht an. Genau, und zwar heißt die Geschichte Der Stein der weisen Frau. Eine weise Frau, die in den Bergen unterwegs war, fand in einem Bach einen Edelstein. Am nächsten Tag traf sie einen anderen Reisenden, der hungrig war, und die weise Frau öffnete ihre Tasche, um ihr Essen zu teilen. Der hungrige Reisende sah den Edelstein und bat die Frau, ihn ihm zu geben. Sie tat dies, ohne zu zögern. Der Reisende ging und freute sich über sein Glück. Er wusste, dass der Stein wert genug war, um ihm ein Leben lang Sicherheit zu geben. Aber ein paar Tage später kam er zurück, um den Stein der weisen Frau zurückzugeben. »Ich habe nachgedacht«, sagte er. »Ich weiß, wie wertvoll der Stein ist, aber ich gebe ihn zurück, in der Hoffnung, dass du mir etwas noch Wertvolleres geben kannst.« »Gib mir, was du in dir hast, das es dir ermöglicht hat, mir den Stein zu geben.« Ja, ich würde sagen, am Ende ist es die Geschichte von zwei weisen Menschen. Am Ende geht es sowieso darum, ob man ego-basiert mit Geld umgeht oder und mit Reichtum, wenn ihr so wollt, oder eben herzbasiert. Das Herz des anderen Wanderers hat sehr schnell gemerkt, dass es eine so unfassbare Größe bedarf, dass man diesen Stein einfach weggibt, weil er gesehen hat, dass diese weise Frau auch nicht viel hat. Sie hätte mit ihm Essen geteilt, aber sie hat mit ihm großen Reichtum geteilt und ihn sogar weitergegeben. Und man könnte jetzt interpretieren, dass diese weise Frau nicht jedem den Stein gegeben hätte. Man könnte sich auch überlegen, dass sie es jedem gegeben hätte und die Lernaufgabe dann beim anderen liegt. Ja, die Verantwortung gibt man weiter. Man kann es nicht wirklich sagen, ist beides spannend als Gedanke. Und aber das Herz des Wanderers hat erkannt, dass das so wunderbar war, dass er das auch haben möchte. Er möchte auch keine Angst haben. Er möchte sich nicht in die scheinbare Sicherheit des Reichtums durch den Stein flüchten, sondern er möchte loslassen können, weil nichts anderes ist das. Und da gibt es auch wieder einen Unterschied. Wenn man viel Geld weitergibt, weil man denkt, man bekommt dann viel Geld zurück, dann muss das nicht funktionieren, weil die Absicht nicht die gleiche ist, wie wenn man sich wirklich bewusst ist, dass Geld im Fluss ist und durch göttliche Fürsorge alles zu uns kommt, was zu uns gehört und was uns trägt und auch am Leben hält. Sehr oft ja, die Angst wirklich vom Verhungern, vom Verdursten. Und keine Bleibe zu haben, keinen Schutz vor der Natur, ja, wenn es mal donnert und gewittert, dann will man ja vielleicht dann doch nicht draußen übernachten. Und wenn es bitterkalt ist draußen, dann ist es sogar gefährlich draußen und so weiter und so fort. Allerdings viele andere Dinge sind dann schon fast wieder Luxus. Ja? Also wenn man wohnt, isst und trinkt, dann fällt einem vielleicht noch die Elektrizität ein, und fließend Wasser, wobei das eben eigentlich ja mit Trinken einhergeht. Das heißt, normalerweise kann man ja aus einem Fluss gut trinken. So ist das gedacht. Die Natur hat sich da wirklich was Gutes überlegt, dass der Mensch die Flüsse zum Teil ungenießbar gemacht hat
durch seine Industrieanlagen, das ist eine andere Geschichte, da gibt es übrigens, stimmt, fällt mir ein, zur Germanenzeit, da wurden von den Römern angeblich die Gerbereien eingeführt. Und das ist eine Riesensauerei. Dafür braucht man relativ viel Wasser und das vergiftet Flüsse auch, wenn man das in einer großen Menge macht. Und dann kann man das nicht mehr gut trinken. Und zu dieser Zeit haben die Menschen natürlich noch viel weniger auf die Umwelt geachtet, weil sie daran nicht gedacht haben. Ja? Sie haben gedacht, das wird weggeschwemmt. Also wie gesagt, das ist eine Geschichte, die ich mal gehört habe in diesem Film, wo es ums Baden geht. Ja? Dass man über das Baden, auch über basische Bäder, dass man da entgiften kann und einfach gesünder leben kann und auch nicht so schnell krank wird und Krankheiten auch ganz leicht ausgeleitet werden können. Da gab es reisende Bader, die dafür gesorgt haben, dass die Menschen gesund bleiben und dass eigentlich vorwiegend basische Wasser der Flüsse und der Seen zu vergiften, war letztendlich eine Methode der Römer, die germanischen Gebiete zu erobern, weil die mehr Kraft hatten, die konnten besser durchhalten, die haben noch gesünder gelebt, das hat man gemerkt. Und das Fatale war, eben weil die Flüsse dann relativ vergiftet waren und die Menschen krank geworden sind, wenn sie davon getrunken haben, gab es eine Zeit, da haben die Menschen Wein getrunken als Ersatz. Man kann sich wirklich vorstellen, die sind so dauerbesoffen durch die Gegend getorkelt. Also es ist wirklich eine ganz merkwürdige Zeit gewesen, scheinbar. Guck mal hier, wegen Gerberei im Mittelalter. Aufgrund des damit verbundenen unangenehmen Geruchs, der unhygienischen Arbeitsbedingungen und der Umweltbelastung, wie wir heute sagen würden, war das Gerberhandwerk bei den Römern nicht sehr geachtet und die Arbeit wurde in erster Linie von Sklaven verrichtet. Im Mittelalter erreichten die Gerbereien bereits eindrucksvolle Größen und überall in Europa entstanden in der Nähe von Klöstern und Städten zahlreiche Lederwerkstätten. Die Gerberei war jedoch immer noch ein schmutziges und im wahrsten Sinne des Wortes anrüchiges Gewerbe, also es hat gestunken. Und die Gerber mussten sich in den Städten daher in eigene Viertel, oft am Rande der Stadt und zumeist in Flussnähe gelegen, zurückziehen. Die Gerberei gehörte zu den sogenannten unreinen Handwerken. Als Gerber, jetzt ist auch total krass, konnte man sich durch verunreinigte Häute leicht mit Milzbrand und anderen Krankheiten infizieren. Und dann, doch ein Arbeiter, der einmal den Milzbrand überlebt hatte, war sehr wertvoll, denn er konnte nicht wieder daran erkranken und genoss daher eine bessere Behandlung durch seinen Meister. Also das ist schon heftig. Ja, und das hat die Flüsse wirklich vergiftet, eine Zeit lang. Also im Mittelalter waren sie eh nicht schlau. Ich habe letztens mal erzählt, dass sie eben zur Zeit der Hexenverbrennung auch einen Krieg gegen Katzen geführt haben, was eben zu dieser Nagerplage gesorgt hat, was ja vor allem die Pest übertragen hat. Also, ja. Und auch zu dieser Römerzeit und auch danach noch wurden uns unsere Mischwälder geraubt. Wir hatten ganz viele Eichelbäume und das Eichelmehl ist wirklich sehr gesund und sehr basisch. Und das Weizenmehl dagegen ist der letzte Dreck, ja, um das auch mal gesagt zu haben. Also das ist schon spannend, wie man damals auch schon in den Anfängen sozusagen sich um unsere, in Anführungsstrichen, Gesundheit gekümmert hat. Ja. Und mittlerweile gibt es aber dafür ein großes Bewusstsein. Vieles ist uns mittlerweile klar. Ich habe letztens auch irgendwann mal reingesappt. Da ging es wirklich auch um den Umbau von unseren Wäldern, dass allen bewusst ist, dass wir eigentlich wieder zu unseren Mischwäldern zurückkehren müssen. Was aber, ja, da sind sich die Experten nicht einig, relativ lang dauern kann. Also zwischen 10 und 30 Jahre würde diese Umforstung andauern. Und Kiefern, was ja hauptsächlich bei uns existiert, das ist einerseits Monokultur und andererseits können die relativ schnell wachsen. Die können relativ schnell wieder hochgezogen werden. Und andere Bäume brauchen einfach ein paar Jahrzehnte, bis sie wieder eine ordentliche Größe erreicht haben und dem Wald auch helfen. Aber von der Natur aus, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, jetzt habe ich eine lange Schleife gedreht, ist es definitiv nicht so eingerichtet und auch nicht so gewollt, dass wir echte Existenzängste haben, weil es überall etwas zu essen gibt. Bei manchen Dingen ist uns
das Wissen abhanden gekommen, was man essen kann. Es ist einfach ziemlich banal eigentlich, ja. Wir wissen vielleicht noch mal ein bisschen was über Pilze. Dann hat man schon mal was von Heilkräutern gehört. Und ich weiß auch, dass unsere Szene da sehr weit schon ist. Aber das ist vielen Menschen gar nicht so bekannt. Die können sich noch einen Gemüsegarten vorstellen, haben aber keine Ahnung, dass sie eigentlich auch auf Wanderschaft jederzeit genug zu essen bekommen würden, wenn sie wüssten, was sie essen können. Ja? Und natürlich wäre diese Monokultur, auf die wir uns hier eingelassen haben, nicht die Normalität. Ja? Es würde wirkliche Wiesen geben und somit auch echte Mischkultur und eben nicht diese Monokultur, die wir hier so bevorzugen. Und viele unserer Unkrautpflanzen sind ja wirklich Esspflanzen. Und überall gibt es Seen und Flüsse, also vor allem Flüsse, die normalerweise, wenn der Mensch mit seiner Industrie nicht in diesem Maße eingreifen würde, auch komplett sauber wären. Das ist nämlich eigentlich die Eigenschaft von fließendem Wasser, dass es sich selbst reinigt. Also bräuchte auch keine Angst haben zu verdursten. Zumindest nicht in unseren Gegenden. Ja? Also in Wüstengegenden ist das natürlich ein anderes Thema. Meerwasser müsste man ja filtern und entsalzen und Flüsse gibt es da nicht so viele. Aber eigentlich ist das so gedacht. Ja? Die Natur repräsentiert die göttliche Fülle und man muss sich eigentlich nie Sorgen machen, dass man überleben kann. Aber in unserer modernen Gesellschaft halt schon, weil man überhaupt nicht machen darf, was man möchte. Und fast alles melde- und genehmigungspflichtig ist. Also verrückt. Und zurück zur weisen Frau, der ist es natürlich bewusst. Die weiß um die Fülle der Natur und die macht sich keinerlei Sorgen, dass sie morgen nichts zu essen hat oder nicht unterkommt, weil das Ganze auch wunderbar organisiert ist und einem jederzeit Hilfe zuteil wird. Das ist die Normalität, wenn man sich in einer hohen Schwingung auf Wanderschaft begibt und kein Opferkarma ausstrahlt. Und auch keine Angst hat, denn Angst würde dazu führen, dass man seinen Fokus auf bestimmte Szenarien verlagert, die dann natürlich wahrscheinlicher werden. Und all das erkennt der andere Wanderer durch dieses Geschenk, dieses wertvollen Steins, dass der andere Mensch in einer sehr ähnlichen Situation überhaupt keine Angst zu haben scheint, dass es ihm morgen auch noch gut geht. Also diese scheinbare Sicherheit, die vor allem das Ego haben möchte, ist oft eben kein bisschen herzbasiert. Und dennoch geht es nicht darum, weil das suggeriert ja auch wieder dieses Gleichnis, dass man immer seinen wertvollsten Besitz weggeben muss, ja, um jemand anderen eine Lektion zu lehren. Das ist auch wieder eine Art von Manipulation. Man muss in der Lage sein, und da ist natürlich diese Geschichte wunderbar, weil genau das möchte der Wanderer. Er möchte ja gar nicht den Stein behalten können auf irgendeiner anderen Basis, sondern er hat erkannt, dass es sehr wertvoll ist, keine Angst zu haben vor der Zukunft. Ich meine, die weise Frau hat den Stein auch mitgenommen. Sie hätte ihn ja auch liegen lassen können im Flussbett. Sie hat ihn mitgenommen. Also insofern war er ihr auch etwas wert und sie hat den Wert erkannt. Nur konnte sie ihn eben leicht loslassen, weil sie dieser materiellen Angst und Sorge entwachsen ist. Und dennoch hat sie den Stein jetzt wieder. Ja, ich würde sagen, wir sollten einfach mal ein bisschen überprüfen, wie unsere Glaubenssätze so ticken. Ich habe es ja gestern live für euch während des Podcasts auch gemerkt, ja, bei dieser einen Geschichte, wo es darum ging, dass, und das war gar nicht meine Erfahrung, das war die Erfahrung von einem Weltreisenden, möchte ich mal nennen, dass wenn es dir nicht gut geht und du nicht viel Geld hast, dass du dann eben nicht bei den Reichen klingeln solltest, sondern zu den Armen gehen solltest, weil die kennen die Situation und die helfen dir. Und auch wenn das für ihn so funktioniert hat, steckt da eben wieder dieses Vorurteil drin, dass reiche Menschen keine Hilfe gewähren. Und ich lehne diesen Glaubenssatz als allgemeine Weisheit ab. Na gut, ihr Lieben, wir haben noch ein paar Tage Portaltage. Die gehen ja bis zum 9., glaube ich sogar. Also es sind auf jeden Fall 10 am Stück. Und die wirken vor und auch nach. Also insofern ist man nicht sofort nach dem letzten Portaltag erlöst. Es wirkt weiter. Ich kann heute sagen, dass alles anders war. Ich habe sehr intensiv geträumt. Und wirklich spannende Träume auch. Und lustig auch.
Also gönne ich mir heute mal einen etwas kürzeren Podcast, ja, und freue mich dennoch auf morgen. Haut rein, bis dann, ciao, servus, wuhu! Yippee!